zum Tagesordnungspunkt 34. Antrag der Grünen und SPD-Fraktion, Verkehrssicherheit erhöhen und ein besseres Verkehrsklima schaffen. Deswegen hat sich die Koalition zum Ziel gesetzt, die Vision Zero zu erfüllen, also eine Vision, dass wir keine Verkehrstoten mehr in Hamburg haben. Denn auch in Hamburg starben im vergangenen Jahr 28 Menschen im Straßenverkehr. Meine Damen und Herren, das sind genau 28 zu viel. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Leben in einer Großstadt wie Hamburg verlangt Rücksicht. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Straßenverkehr in Hamburg ist weiterhin ein gefährliches Pflaster. Die Zahlen für 2018 deuten darauf hin, dass der Trend sich fortsetzt. Aber jedes Unfallopfer ist eines zu viel und insofern bleibt genug zu tun für die Polizei, für den LBV und eben auch für jeden Einzelnen von uns. Denn, und das ist ja ein bisschen angeklungen heute, das größte Verkehrssicherheitsrisiko sind wir selbst. Wir haben 2017 dem Verkehrssicherungskonzept und der Vision Zero zugestimmt. Verkehrskontrollen in Hamburg sind wichtig für Verkehrssicherheit, lässt sich gar nicht leugnen, aber sie sind auch wichtig für den Verkehrsfluss. Jede und jeder hier im Haus wird sagen, ja, ja zu mehr Verkehrssicherheit. Und selbst Herr Thering hat ja auch gesagt, ja zu mehr Geschwindigkeitskontrollen. Dann, Herr Thering, ja, anders, das habe ich gerade sehr wohl verstanden. Rasen, und gerade auch Rasen in einer Großstadt, ist kein Kavaliersdelikt, es ist ein Angriff auf das Leben desjenigen, der im Auto sitzt, aber auch der Verkehrsteilnehmerin drumherum. Und deswegen geht diese Koalition entschieden gegen Raserinnen und Raser vor. Unser Ziel heißt Vision Zero. Wir wollen, dass kein einziger Mensch in unserer Stadt im Straßenverkehr mehr zu Tode kommt. Und ich habe gesagt, Abzocke ist es da, wo ein stationärer Blitzer aufgestellt wird, wo es abschüssig ist und wo keine Menschen gefährdet werden. Wir müssen vor Kitas, Schulen und Altenheim deutlich die Geschwindigkeitskontrollen erhöhen. Das hat aber nichts mit Abzocke zu tun, sondern mit Verkehrssicherheit. Vielen Dank, Herr Thering. Sie haben genau das bestätigt, was ich hören wollte. Ihre Worte heißen gerade, jede und jeder kann selbst entscheiden, wo er vielleicht etwas schneller fährt, weil da wird kein Mensch gefährdet. Und genau das ist ein Punkt, warum diese Stadt nicht sicher ist und warum 50 steht oder wo auch 30 steht, scheint das eher so zu sein, aha, ich muss mindestens so schnell fahren und ich kann ja auch, ich weiß gar nicht genau, wahrscheinlich 63 fahren und kriege irgendwie keine Punkte, kriege nur 15 Euro Buße. Manchmal Radfahrer, die verkehrt herum auf einem Radfahrstreifen fahren. Ich frage mich immer, wie man überhaupt zu so einer Idee kommen könnte. Ich würde mich da total unwohl fühlen. Und die Kontrollen von Falschparkern vor allem auf Geh- und Radwegen intensivieren. Selbst. Fast in jedem Einzelfall ist individuelles Fehlverhalten die Unfallursache. Wir fahren zu schnell, zu unaufmerksam, zu ungeduldig, zu rücksichtslos, zu egoistisch. Und deswegen thematisiert der Koalitionsantrag ja auch zu Recht, dass Verkehrsklima und die Frage, wie gehen wir eigentlich miteinander um im Straßenverkehr? Endlich ein Verkehrskonzept, ein Verkehrssicherheitskonzept, ein Verkehrskonzept auch, aber auch ein Verkehrssicherheitskonzept, damit die Zahl der Unfälle und der Verletzten deutlich reduziert wird. Anstattdessen sprechen Sie immer von Vision Zero. Der Ansatz ist ja gut zu sagen, wir wollen keine Verkehrstoten, wir wollen keine Schwerverletzten im Verkehr mehr haben. Das ist alles gut. Zweitens, mehr Anlagen für Geschwindigkeitsüberwachung installieren. Und die Hauptunfallursache war leider 2017 auch überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit. Allein im ersten Halbjahr 2018, also in diesem Jahr jetzt, wurden bei den stationären Geschwindigkeitsüberwachungen über 260.000 Anzeigen registriert und ausgesprochen, an den mobilen über 132.000 Anzeigen wegen überhöhter Geschwindigkeit. Erschreckende Zahlen. Drittens, den Radverkehr verstärkt kontrollieren. Ich glaube, die Analyse wird relativ tiefgreifend sein. Zum einen ist der Verkehr immer schneller geworden, auch weil die Autos schneller geworden sind. Mir fällt als Radfahrerin auf, die Autos sind so groß geworden. Ich habe oft das Gefühl, es kommt jetzt gerade ein Bus oder ein LKW. Ich drehe mich um. Nein, es ist irgend so ein Suff mit solchen breiten Reifen. Und der auch so hochgelegt ist, dass viele glauben, es ist doch sicher. Ich kann doch schneller fahren als sonst. Und ich kann auf über 15.000 Pkw pro Tag fahren, müssen die Fahrradwege regelmäßig auf Hochbordradwegen geführt werden. Viel schneller an Kreuzungen, an Zebrastreifen ranfahren, weil ich habe ja viel bessere Bremsen. Was auch stimmt, die Bremsen sind besser, aber es macht es wesentlich aggressiver. Kontrolle aller Verkehrsteilnehmer inklusive Radfahrer in gebotenem Maße erhöht die Verkehrssicherheit und die Akzeptanz von Verkehrskontrollen.
Die meisten halten sich an die Regeln, einige aber auch nicht. Und sie werden dann zur Gefahr für uns alle. Deswegen sind wir aufgefordert, die erfolgreiche Verkehrssicherheitsarbeit weiter zu intensivieren. Und das betrifft natürlich dann auch ganz besonders den Ausbau der Kontrollen der Rotlicht- und insbesondere der Geschwindigkeitskontrollen. Die Zahl der Verkehrsunfälle ist weiterhin erschreckend hoch und auch die Zahl der leicht und schwer Verletzten im Hamburger Straßenverkehr ist ebenfalls erschreckend hoch. Da muss ich dringend etwas tun. Für uns ist ganz klar als CDU-Fraktion. Und wenn wir wollen, dass der Verkehr in Hamburg entspannter wird, dann müssen wir wirklich zu einer Entschleunigung beitragen. Und das heißt, wir brauchen flächendeckend in Hamburg Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit. Und das fordern auch die Grünen und dürfen unterstützen. Habe ich eben von der SPD auch ein Stöhnen gehört? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Sie sind dafür, mehr Verkehrssicherheit zu haben. Sie können jede Studie nachlesen, die wird Ihnen sagen, mit Tempo 30 wird es sicherer. Und da muss ich sagen, da dürfen Sie mal Ihren grünen Partner folgen. Radfahrer werden dabei nicht ausgenommen. Auch sie haben sich an die Regeln zu halten, sowohl was das Fahren angeht, als auch was die Ausstattung der Fahrräder betrifft. Und deswegen haben wir in unserem Antrag auch aufgenommen, dass wir natürlich auch die Radfahrerinnen und Radfahrer verstärkt kontrollieren und beispielsweise die Fahrradstaffel der Polizei ausbauen. Bußgeld, ich kann auch 35 Kilometer fahren. Punkt 1. Hamburg braucht endlich eine Taskforce Unfallbekämpfung. Wir brauchen eine Stelle, die sich den ganzen Tag, ja, das ist extrem wichtig, eine Stelle, die sich den ganzen Tag nur damit beschäftigt, wie können wir Baustellen so einrichten, dass sie nicht die Menschen gefährden. Kommen wir noch mal zum Thema Kontrolle. Wir haben ja mal... Jungs, Ruhe. Und wissen Sie, was das Beste ist, meine Damen und Herren von der SPD? Verkehrssicherheit muss immer die oberste Priorität haben bei allen Straßenbaumaßnahmen, die in Hamburg getätigt werden. Wenn man, wie wir, das will ich Ihnen auch noch mal kurz sagen, wir alle beurteilen sicher Aktionen von Selbstjustiz, die sich etwa mit der Veröffentlichung von Fotos von Falschparkerinnen und Falschparkern in sozialen Medien beschäftigen. So etwas lehnen wir zumindest von der FDP ab. Das ist aber alles nicht so schlimm. Oder wenn die Ampel auf Gelb umspringt, scheint das für viele zu heißen, Gelb heißt, ah ja, Gelb kommt noch Grün, also muss ich Gas geben, bevor Rot kommt. Klar, das vermissen wir bei Ihnen auch. Verkehrsgeschwindigkeitsüberwachung ist dafür da, den Verkehr sicherer zu machen und nicht die Staatskasse zu füllen. Und wir wollen mindestens, gucken Sie sich den stationären Blitzer in Finkenwerder an, der schön abschüssig ist, der die Staatskasse jedes Jahr um viele Millionen Euro reicher macht. Das ist genau der falsche Ansatz. Sie müssen da kontrollieren, wo die meisten Gefahren sind. Und das ist vor Kita, Schulen, Altenheim. Eine Verkehrspolitik nach Bedarf und nicht nach, und nach Bauchgefühl. Und das ist natürlich... Polizei und zunehmend auch RBV betreiben deswegen eine enorm engagierte Verkehrssicherheitsarbeit und sie betreiben die auch mit Erfolg. Denn man könnte ja meinen, in einer Stadt, in der immer mehr Menschen auf den Straßen unterwegs sind, und so hört sich das zum Teil dann ja auch an, da steigen dann die Unfallzahlen und steigen die Verunglückten. Das Gegenteil ist der Fall. Die Unfallzahlen in Hamburg sinken und das Risiko, Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, war 2017 mit Ausnahme von 2010 so gering wie nie zuvor. Und wir messen diese Zahlen seit 1953. Übrigens, gerade bei Kindern, bei verunglückten Kindern, hatten wir den absoluten historischen Tiefstand in 2017. Vor 64 dieser Einrichtungen, in der Regel Kitas und Schulen, haben wir im Übrigen im Laufe des Jahres schon neue Tempo-30-Strecken eingerichtet. Auch das ist, glaube ich, ein deutlicher Beitrag zur Verkehrssicherheit. Und nicht irgendwo im Plattenland, meine Damen und Herren. Aber da scheint Ihnen ja ein bisschen der Mut zu fehlen. Weil wenn Sie Tempo 30 machen oder auch wenn Sie sagen, wir wollen eine Verkehrswende, haben Sie doch immer noch Angst, dass Sie dadurch Wahlen verlieren. Aber ich bin mir sicher, wenn Sie da mal eine klare Haltung zeigen, Sie werden viele Menschen auch in Hamburg hinter sich haben. Ich weiß gar nicht, welchen Umfragen Sie immer trauen. Im Verkehrsbereich sind die meisten Bürgerinnen und Bürger weiter als Sie und Sie erst recht von der CDU sind. Und die Verkehrssicherheit und auch die Radverkehrssicherheit muss erhöht werden. Das kommt bei Ihnen ja leider auch immer wieder zu kurz. Deshalb wollen wir die Radverkehrskontrollen auf 15.000 Personalstunden erhöhen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordneten, Verkehrssicherheit ist eine ernste und zentrale Aufgabe in einer Millionenstadt, die noch dazu wächst, und mehr Menschen bedeuten ja eben auch immer mehr Verkehrsteilnehmer. Deswegen hat die Polizei in den vergangenen Monaten hier mehrere Verkehrsschwerpunktkontrollen durchgeführt. Und wir haben festgestellt, dass das Wissen um die für sie geltenden Regeln bei den Radfahrern nicht in jedem Fall gleichermaßen präsent ist. Wir werden deswegen da eine Präventions-
Kampagne auch noch mal über den LBV starten. Da wird es um Vermittlung von Regelwissen gehen, aber eben auch ein bisschen um das Thema Achtsamkeit und Rücksichtnahme unter den Verkehrsteilnehmern, das Thema Verkehrsklima, was hier angesprochen wurde, zwischen Radfahrern, Fußgängern, Lkw-Fahrern und Autofahrern. Insofern, es ist viel zu tun. Aber wenn Sie jetzt sagen, wir müssen den Radverkehr viel stärker kontrollieren, der Radverkehr wird schon von der Fahrradstaffel sehr stark kontrolliert. Viel wichtiger, viel mehr als die Autofahrer. Wichtiger ist, den Autoverkehr zu kontrollieren und einzudämmen. Und wir haben zahllose Auftritte, Herr Thering, das wird Sie auch beruhigen, des Verkehrskaspers. Was ist eine konkrete Zahl? Wir müssen die Personalstunden für Radverkehrskontrollen auf 15.000 erhöhen. Und auf Hauptverkehrsstraßen, das ist auch ganz wichtig, das haben Sie leider immer noch nicht verstanden. Raserei ist weder schick, noch urban, noch weltstädtisch. Es ist lebensgefährlich, unverantwortlich und eine Hauptursache für Unfälle. Da sind wir uns völlig einig. Aber Herr Thering ist ja nicht meiner Meinung, wir brauchen mehr Radfahrstreifen für die Sicherheit. Wenn ich aber sehe, dass es völlig normal ist, dass viele glauben, ach, dieser abgetrennte Streifen heißt, hier kann ich gut parken. Den kann ich nur dieser Aktion aus Köln empfehlen. Wir sollten viel mehr Fahrräder auf die Straße stellen und hinschreiben, ich hole nur mal eben schnell Brötchen, Zigarette, Milch oder was auch immer. Und wir blockieren dann dadurch auch mal die Straßen. Unfallkommission mit ein, die zentrale Unfallkommission, die wir ja nun seit einigen Jahren haben. Da fließt Expertise aller beteiligten Akteure mit ein, auch der aktuelle Stand der Verkehrsforschung. Insofern brauchen wir keine neue Taskforce. Jedem, der nichts einfällt, gründet erstmal eine Taskforce. Sehr geehrter Herr Senator, Sie haben gerade bei dieser wichtigen Debatte das Wort Regel benutzt. Leider haben Sie ein bisschen länger geredet als normaler Abgeordneter. Ich wollte jetzt nur darauf hinweisen, es ist wichtig, dass sich auch Senatoren daran halten sollten.